Nach dem überraschenden Erfolg meines letzten Videos dieser Art und dem vielfachen Wunsch, ein weiteres Video dazu zu erstellen, zeige ich heute 5 weitere Fische, die ihr nicht kaufen solltet. Oft lese ich dazu auch den Satz, ja, wenn die Fische zu groß werden, dann gebe ich sie halt ab. So wird sich das dann schön geredet. Erstens findet man meist keine Abnehmer und zweitens ist sowas sicher nicht Sinn der Sache. Bitte tut sowas nicht und kauft nur Fische, für die ihr das ganze Fischleben lang sorgen könnt. Und nun zu Teil 2 der Aufzählung von 5 Fischen, die ihr nicht kaufen solltet. Wenn dir dieses Video gefällt, drück doch den Daumen nach oben und abonniere den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Das wäre einfach sensationell. Der Arowana. Der asiatische Gabelbart, besser als Arowana bekannt, ist in Asien ein sehr populärer Fisch, weil er dort ähnlich dem Koi als Glücksbringer angesehen wird. In der Lehre des Feng Shui wird er als Symbol für Glück und Wohlstand angesehen. Der Arowana ist ein Raubfisch, der in der Natur Uferregionen von Flüssen bewohnt. Er kann eine Länge von sage und schreibe 90 cm erreichen, wobei er im Aquarium meist in Anführungszeichen nur 60 cm erreicht. In den meisten Videos sieht man diese Fische in doppelt, wenn sie Glück haben, in dreimal so lang Aquarien, wie die Fische lang sind. Die meisten Arowanas schwimmen deshalb stumpf in diesen Aquarien hin und her und können sich mangels Tiefe der Aquarien nur schwer drehen. Zwar sind die Fische wirklich außergewöhnlich, sehen toll aus und es ist ein Spektakel, wenn es Futter gibt, aber bitte seht davon ab, diese Fische zu kaufen. Wenn überhaupt, können die Tiere erst in Aquarien mit 1 Meter Tiefe, ausreichend Höhe und einer Aquarienlänge von, sagen wir mal, 3 Metern halbwegs sich ausleben. Der Oscar oder auch Faunaugenbuntbarsch ist ein wirklich schöner Buntbarsch. Den fand ich schon als Jugendlicher in den 80ern faszinierend und schön. Aber schon damals wurde ich von meinem damaligen Stammladen, der sehr klein war, darüber aufgeklärt, den Fisch besser nicht zu kaufen. Denn er ist wirklich rabiat, wächst sehr schnell und sollte in einer Gruppe gehalten werden. Eine kleine Gruppe und viele Versteckmöglichkeiten sieht er gerne. Wegen seiner Größe sieht man den Oscar vor allem in den USA, aber leider meist alleine in einem kahlen Aquarium schwimmen. Der Oscar wird mit bis zu 40 cm wirklich sehr groß und ist dabei wirklich nicht zierlich. Ganz und gar nicht, mit bis zu 1,5 Kilo Körpergewicht. Ein sehr imposanter Fisch, der bei der Fütterung auch gerne mal einen feuchten Boden vor dem Aquarium verursacht. Ein wirklich schöner Fisch. Man liest von Empfehlungen von mindestens 500 Litern zur Haltung dieser Fische. Gehen wir da mal von einer Minigruppe von 4 Tieren aus. Wollt ihr diese 4 Riesen in einem 500 Liter Aquarium halten? Da kommen mir doch eher 2000 Liter in den Sinn. Der Rotflossen-Antennenwels. Dass ich diesen Fisch in dieser Aufzählung wirklich nennen muss, ist mir echt ein Rätsel. Immer mal wieder sind kleine Exemplare dieser Welsart im Handel zu finden. Mir erschließt sich dabei nicht, warum das so ist. Noch vor etwa 2 Jahren habe ich selber hier einen im nahen Zoohandel gesehen. Er war kein Baby mehr, aber auch kein Jugendlicher, wenn man das mal mit Menschen vergleichen will. Dieses Exemplar war da geschätzt 40 cm groß. Das ist schon riesig, oder? Aber er kann eine Länge von 1,30 m erreichen und fällt damit selbst bei Aquarianern raus, die ein wirklich großes Aquarium haben. In ihrer Heimat Brasilien werden diese Riesen oft auch auf Märkten als Speisefisch angeboten. Solltet ihr mal einen der zum Glück selten angebotenen Fische sehen, macht einen großen Bogen drum. Der Weißstirnmesserfisch. Diesen Fisch sieht man im Handel selten, aber immer mal wieder. Auch einem guten Kumpel von mir ist es mal passiert und er hat diesen Fisch aus Unwissenheit gekauft. Davor möchte ich an dieser Stelle bewahren. Der Fisch hat einen durch seinen außergewöhnlich geformten Körper und seine Färbung ein sehr interessantes Aussehen. Der aus Südamerika stammende Fisch bewohnt dort Fließgewässer mit starker Strömung und ist nachtaktiv. Er wird dann auch bis zu 50 cm lang und sprengt damit wieder die allermeisten Aquarien. Eigentlich sehr schade, denn schön anzusehen sind diese Fische wirklich. Der Piranha. Der Piranha wird relativ oft im Handel angeboten. Er teilt das Schicksal einiger anderer Fische, die gekauft werden, weil Unwissende damit cool sein wollen. Es gibt sicher Leute, die bewusst Piranhas halten und diese auch gut halten, aber die dürften rar gesät sein.
Beim Wort Piranha hat jeder sofort diese massigen Fische im Fressrausch im Sinn, die in kürzester Zeit einen Kadaver im Wasser beseitigen. Im Aquarium sind sie außerhalb dessen oft schreckhaft und für unbedarfte Käufer eher langweilig und gar nicht so cool, wie sich diese Leute das vorgestellt haben. Sie stehen meist ruhig im Becken und machen absolut gar nichts. Piranhas werden auch bis zu 40 cm lang und sind im Alter extrem bullig. Neben einem riesigen Aquarium benötigen sie wegen ihrer proteinlastigen Ernährung eine sehr starke Filterung und häufige Wasserwechsel. Noch dazu leben Piranhas in Gruppen, am besten ab 8 Tieren. Was dieser Trupp dann an Platz und Futter benötigt, kann man sich denken. Und auch was da ausgeschieden wird, dazu braucht man wirklich nicht viel Fantasie. In Schauaquarien sind diese Fische dagegen super. Wenn man sie mal gesehen hat, ist das ein Anblick, den man nicht so leicht vergisst. Aber der Standard-Aquarianer sollte diese Fische auf keinen Fall zu sich nach Hause holen. Das war der zweite Teil von Fischen, die ihr nicht kaufen solltet. Bisher habe ich mich bei der Auswahl der Fische immer an deren Größe orientiert. Es gibt aber noch andere Kriterien, die vielleicht in einem nächsten Video aufgegriffen werden. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Mal.